Keiner mag Disclaimer oder Triggerwarnung. Aber da das hier kein Creepypasta-Kanal ist, rechnet man bei mir wohl eher nicht mit, ich sag mal, grafischerem Content. Und da dieses Video hier einen ziemlich düsteren Humor hat, warne ich einfach mal vor, dass es nicht unbedingt für Zartbeseitete ist. Ich hab euch gewarnt. Und nun Entspannung mit Flowey. Howdy alle zusammen! Ich bin es, Flowey! Flowey die Blume! Oh Junge, was habe ich euch vermisst! Wir sind hier irgendwie außerhalb der Geschichte gelandet und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo, wie und wann wir hier eigentlich sind. Aber was soll's? Ich helfe euch heute zu entspannen. Na, ist das nicht eine super tolle Idee? Ich werde eine kleine spaßige Entspannungstherapiesitzung machen. Ja, schön, was? Was könnte dabei schon schief gehen? Halt den Mund! Dich soll man noch gar nicht hören! Diese Menschen... Also, wo waren wir? Ja, eine Entspannungstherapiesitzung. Ich glaube, in Internetkreisen nennt man sowas heutzutage ASMR. Wollen wir dann einfach anfangen? Was haltet ihr davon? Ja, sehr gut. Also, fangen wir doch einfach mal damit an, dass ich euch erkläre, was es mit dieser ganzen ASMR-Sache auf sich hat. Es ist eine Abkürzung für irgend so einen Pseudowissenschaftsschwachsinn, den sich irgendein Idiot ausgedacht hat, weil er dachte, das Wort klinge cool. Eigentlich heißt es nur, dass es für manche Menschen entspannend sein soll, sich unheimliches Geflüster, Geknister und alle möglichen anderen seltsamen Geräusche anzuhören. Total wahnsinnig, was? Ich dachte mir, hey, das sieht einfach aus, also will ich mich auch mal daran versuchen. Bei diesen Videos wird jedenfalls viel unheilvoll geflüstert, mit seltsamen Sachen herumgeknistert und allgemein einfach irgendein Mist produziert. Daher habe ich mal ein bisschen was mitgebracht, mit dem ich Geräusche machen kann. Ein paar Papiertaschentücher, ein nettes Buch, eine kleine Schale. Ach, lasst euch einfach überraschen. Auch wenn mein Gehilfe offenbar seinen Mund nicht halten kann, was ich wirklich als überaus unhöflich empfinde. Dann will ich doch mal mit den Taschentüchern anfangen. Na, mache ich das richtig? Mir kommt das doch, doch etwas seltsam vor. Hier so mit Papier herumzurascheln. Und irgendwie finde ich das auch nicht besonders entspannt. Vielleicht nehme ich einfach mal das Buch als nächstes. Das funktioniert vielleicht etwas besser. Also irgendwie spüre ich es nicht ganz. Du meine Güte! Was musst du denn so unfassbar herumnerven? Jetzt stell dich nicht so an! Gleich kommst du schon noch an die Reihe, keine Angst! Ich nehme jetzt einfach die Schüssel. Ja, ist das gut? Ich kann es nämlich nicht sagen. Es ist eigentlich ein ziemlich nerviges Geräusch, finde ich. Dann nehme ich doch mal die Plastiktüte. Ach, verflucht, okay. Du bist als nächstes dran. Geht's dir dann besser? Also, dann wollen wir uns doch mal meinen Gehilfen vornehmen, wie? Nein! Oh Gott, nein! Bist du bereit? Hier drauf habe ich mich ganz besonders gefreut. Ja! Oh Gott! Oh, heiliger Himmel! Ja! Psst, nicht so laut! Das hier soll doch entspannend sein, schon vergessen? Ich hab gesagt, du sollst nicht so laut sein! Dumm-di-dumm! Oh ja, und jetzt die Arme! Finde ich ab.
aber ganz und gar nicht nett von dir. Dafür, fürchte ich, werde ich dir wohl nun die Spezialbehandlung geben müssen. Nein, nein, bitte nicht! Bitte nicht die Schaufel! Oh doch, die Schaufel. Ach, du Heiliger! Ah! Ah! Macht es irgendwie nicht besser, scheint mir. Und wieso stirbst du eigentlich nicht? Ist doch echt nicht zu fassen mit diesen Menschen. Viel zu zäh, viel zu schwer klein zu kriegen. Aber irgendwie ist das doch auch das Wunderbare an den Menschen. Man kann sich schön viel Zeit lassen, bevor sie brechen. Also das fand ich jetzt schon recht entspannend. Nun gut, vielleicht... Ja, vielleicht war das ja ein bisschen heftig, was? Aber keine Angst. Dem geht's gut. Ich kümmere mich schließlich gut um meine Gäste. Gleich setze ich uns einfach auf meinen Speicherpunkt zurück und dann kann er einfach gehen. Also, nicht, dass ihr noch denkt, ich wäre ein scheußlicher Mörder. Also, noch mehr als ohnehin schon. Nun, ich glaube, das reicht auch mit Entspannung für heute. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Okay. Ich hasse dich, Louis. Ah! Oh Gott. Okay, jetzt bin ich diesen Tag erstmal wirklich heiser. Also so komplett.